In dem heutigen Podcast behandeln wir den Konzepttest 73 mit dem Thema Faydeysches Gesetz der Elektrolyse. Ein Gleichstrom von 1,12 Ampere fließt einen Tag lang durch verschiedene Elektrolytlösungen. Welche Aussagen treffen zu? Hier die verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Aus Silbernitratlösung 1 Mol pro Liter werden 1 Mol Silber abgeschieden. Aus Kupfersulfatlösung 1 Mol pro Liter wird 1 Mol Kupfer abgeschieden. Aus Salzsäure 1 Mol pro Liter werden 1 Mol Wasserstoff erzeugt. Aus Salzsäure 1 Mol pro Liter werden 1,5 Mol Wasserstoff erzeugt. Aus Salzsäure 2 Mol pro Liter werden 1,5 Mol Wasserstoff erzeugt. Oder aus Natronlauge 1 Mol pro Liter werden 1,5 Mol Sauerstoff erzeugt. Bevor wir zu der Diskussion der verschiedenen Antwortmöglichkeiten kommen, eine kurze Einführung in die Theorie. Faraday bemerkte, dass durch das Anlegen einer Spannung an Säure- oder auch Salzlösungen in einer elektrochemischen Zelle Stoffumwandlungen an den Elektronen auftreten. Das Verfahren wird als Elektrolyse bezeichnet. Das Faraday'sche Gesetz beschreibt demnach den Zusammenhang zwischen der umgesetzten Stoffmenge und der Ladung. Das Faraday'sche Gesetz gilt außerdem für die Anode, Kathode und die galvanische Zelle. Durch Einsetzen in die Formel lässt sich nun die Frage einfach beantworten. Zuerst berechnen wir die Spannung. Der Gleichstrom von 1,12 Ampere fließt 24 Stunden durch die Elektrolytlösungen. Dies entspricht einer Ladung von 96.768 Amperesekunden oder genau einem Mol Elektron. Kommen wir nun zu der Diskussion der Antwortmöglichkeiten. Antwortmöglichkeit A. Aus Silbernitratlösung 1 Mol pro Liter wird 1 Mol Silber abgeschieden. Um diese Aussage zu diskutieren, betrachten wir zunächst die Durchtrittsreaktion an der Kathode, die hier zu sehen ist. Das Verhältnis von abgeschiedenem Silber zu fließenden Elektronen ist demnach 1:1. Das heißt, dass 1 Mol Elektron 1 Mol Silber abscheiden. Somit ist die Antwort A richtig. Antwortmöglichkeit B. Aus Kupfersulfatlösung 1 Mol pro Liter werden 1 Mol Kupfer abgeschieden. Auch hier betrachten wir erneut die Durchtrittsreaktion an der Kathode. Das Verhältnis von abgeschiedenem Kupfer zu fließenden Elektronen ist hier 1:2. Demnach scheiden 1 Mol Elektron 1/2 Mol Kupfer ab. Antwort B ist demnach falsch. Die Antwortmöglichkeit C. Aus Salzsäure 1 Mol pro Liter wird 1 Mol Wasserstoff erzeugt. Auch hier wird erneut die Durchtrittsreaktion an der Kathode berücksichtigt. Das Verhältnis vom erzeugten Wasserstoffgas zu fließenden Elektronen ist 1:2. 1 Mol Elektron erzeugt demnach 1 Mol Wasserstoffgas. Somit ist doch Antwort C falsch. Antwortmöglichkeit D. Aus Salzsäure 1 Mol pro Liter werden 1,5 Mol Wasserstoff erzeugt. Auch hier wird wieder die Durchtrittsreaktion an der Kathode betrachtet. Das Verhältnis vom erzeugten Wasserstoffgas zu den fließenden Elektronen ist 1:2. 1 Mol Elektron erzeugt also 1,5 Mol Wasserstoffgas. Somit ist die Antwort D richtig. Bei Antwort E werden aus 2 Mol pro Liter 1,5 Mol Wasserstoff erzeugt. Betrachten wir auch hier die Durchtrittsreaktion an der Kathode. Das Verhältnis von erzeugtem Wasserstoffgas zu fließenden Elektronen ist 1:2. Somit 1 Mol Elektron erzeugen immer 1,5 Mol Wasserstoffgas. Somit ist diese Reaktion Konzentration unabhängig. Kommen wir nun zu der letzten Antwortmöglichkeit. Aus Natronlauge 1 Mol pro Liter werden 1,5 Mol Sauerstoff erzeugt. Auch hier wird wieder die Durchtrittsreaktion, doch diesmal an der Anode, betrachtet. Das Verhältnis vom erzeugten Sauerstoffgas zu den fließenden Elektronen ist 1:4. 1 Mol Elektron erzeugen also
Viertel Mol Sauerstoffgas. Somit ist Antwort F auch falsch. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die Antworten. Antwort A, D und E haben sich als richtig erwiesen. Antwort B, C und F jedoch als falsch.